Liebe Gäste, würden Sie bitte die Plätze einnehmen? Wir sind zwar noch nicht komplett, aber wir stehen unter einem relativ strengen Zeitregime und würden gerne die Zeit zum Ende hin, wenn es dann noch zu einer Diskussion geben soll, nicht verlieren. Deswegen bitte nehmen Sie Platz. So hell. Liebe Gwendoline Lefebvre, liebe Frau Küppers, liebe Referentin in der ersten Reihe, liebe Vorstandsmitglieder des Deutschen Frauenrats und liebe Gäste, ich begrüße Sie herzlich zu unserem internationalen Austausch Wege zur Parität in der Politik hier auf der Feministischen Frauenuni. Und muss leider mit einer schlechten Nachricht beginnen. Unsere Bundesfrauenministerin Franziska Giffey hat sehr kurzfristig abgesagt wegen dringender familiärer Angelegenheiten. Es tut ihr sehr leid und sie lässt Sie herzlich grüßen. Ansonsten bin ich zufrieden, hier in diesem großen Hörsaal der Humboldt, auftreten zu dürfen, denn ich habe mir immer gewünscht, in dieser Universität zu studieren. Das war aber in den 80er Jahren, als ich Studentin war, aus dem Westen natürlich nicht möglich. Und deswegen habe ich mir fest vorgenommen, wenn ich dann demnächst mich aufs Altenteil zurückziehe, dass ich als Gasthörerin in einem Seniorinnenstudium hier nochmal an die Humboldt zurückkehre. Wie Hedwig Dohm im Übrigen, die 1895 als eine der ersten Gasthörerinnen an der Humboldt zugelassen wurde. Denn damals an den preußischen Universitäten durften Frauen kein reguläres Studium aufnehmen. Hedwig Dohm, die großartige Publizistin, die Radikalfeministin, die radikal war, als dieser Begriff beziehungsweise Radikalfeministin noch gar nicht in der Welt war, die Vorkämpferin war für das Frauenwahlrecht, bevor diese Bewegung überhaupt in die Gänge kam, die in ihren brillanten und bis heute wirklich aktuellen Streitschriften in den 70er und 80er Jahren des vorletzten Jahrhunderts, das muss man sich vorstellen, Sachen geschrieben hat wie: Rechte ohne Macht bedeuten nichts. Nur durch eine aktive Mitwirkung an der Gesetzgebung könnt ihr eure Rechte als Mutter, Gattin, Erwerberin erfolgreich wahrnehmen. Dieses Zitat, ein anderes zum Frauenwahlrecht, stammt aus dem Jahr 1876. Wir müssen uns das vorstellen, 42 Jahre erst nach diesem Aufruf im Jahr 1918 wurde das Stimmrecht der Frau Wirklichkeit. Und Hedwig Dohm hat diese Realität nur wenige Monate überlebt. Sie starb am 1. Juni 1919. In diesem Jahr feiern wir 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland und unsere Veranstaltung ist Teil der gleichnamigen Kampagne und wir versuchen, einen politischen Bogen zu schlagen von damals bis heute. Bevor wir dazu kommen, ein kleiner technischer Hinweis, den Sie mir erlauben. Auf dieser Veranstaltung wird Deutsch und Englisch gleichwertig nebeneinander besprochen, ohne Übersetzung. Ich denke, dass das in einem solchen universitären Rahmen möglich ist. Es wird übersetzt, Sie hören vielleicht jemand leise murmeln für zwei unserer Referentinnen, die wir nicht hätten einladen können ohne diese Übersetzungsleistung. Und es gibt einen Livestream, die Kamera ist hier und da oben, von Alex TV. Gestreamt wird nur das Podium. Es gibt aber auch eine Fotografin, Sie sehen sie hier, die ganze Veranstaltung aufnimmt und wenn von Ihnen eine nicht auf diesen Bildern erscheinen will, die wir natürlich für vielfältige Veröffentlichungen nutzen wollen, dann setzen Sie sich bitte in die leere Ecke da rechts hinten, dann sind Sie nicht auf dem Foto. Soweit zu den Formalien und nun bitte ich unsere Vorsitzende Mona Küppers ans Redepult, unsere Vorsitzende der Frauenlobby und seit einem Jahr auch Präsidentin des Deutschen Seglerverbands, als erste Frau in dessen 129-jähriger Verbandsgeschichte.
Liebe Frau Küppers, Sie haben die Bühne. Vielen Dank, Frau Hellwert. Liebe Gwendolyn Lefebvre, ich wusste, dass ich über den Namen stolpere. Und natürlich herzlich willkommen alle anderen Referentinnen, die nachher noch von Frau Hellwert, nehme ich an, vorgestellt werden, wenn sie an der Reihe sind. Liebe Gäste, liebe Kolleginnen aus dem Vorstand des Deutschen Frauenrates, ich begrüße Sie hier ganz herzlich zu dieser Veranstaltung und ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind hierhin um 16 Uhr nachmittags an einem Samstag und vor allen Dingen deswegen, oh vielen Dank, weil wir hier immerhin konkurrieren mit sehr vielen anderen interessanten Angeboten. An dieser Stelle darf ich auch gleich einen herzlichen Dank an das Digitale Deutsche Frauenarchiv richten. Das Digitale Deutsche Frauenarchiv hat den Hut auf für diese feministische Sommeruni. Und vielen Dank, ich darf das so sagen, für das Rundum-Sorglos-Paket, mit dem Sie es uns als Kooperationspartnerin wirklich leicht gemacht haben. Das DDF, dessen Online-Gang wir vorgestern feiern konnten, ist eines unserer Herzensprojekte, ich kann jetzt sagen gewesen. Für seine Gründung haben wir uns lange bei der Bundesregierung eingesetzt. Meine Damen und sehr wenigen Herren, 50-50 ist das Ziel. So heißt der Titel unserer Veranstaltung. Es geht um Geschlechterparität in politischen Mandaten und Ämtern. Ein Thema, das so alt ist wie das Wahlrecht der Frauen selbst, seitdem Frauenrechtlerinnen nicht nur in Europa, nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt den Kampf für das Wahlrecht aufgenommen haben. Frauen wollten ja nicht nur Männer wählen dürfen, nein, sie wollten vor allem selbst gewählt werden, um ihren Bedürfnissen und ihren Sichtweisen auf die Gesellschaft Ausdruck auf der politischen Bühne zu verleihen und sie wollten und wollen es immer noch über politische Geschicke gleichberechtigt mitbestimmen. Das Thema der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen in der Politik steht also seit mehr als 100 Jahren auf der Tagesordnung. Mal weiter oben, mal weiter unten. Aktuell ist es aus unserer Sicht wieder ganz weit nach oben gerückt. Das liegt zum einen an der virulenten Geschlechterquote für Frauen in Führungspositionen in der Wirtschaft, was natürlich die Frage aufwirft, warum denn Politik, das heißt die Gesetzgebenden und die Regierung, in ihren eigenen Reihen nicht mit besserem Beispiel vorangehen können. Und dann haben auch die Bundestagswahlen im vergangenen September Öl ins Feuer gegossen. Mit dem Einzug rechter Parteien und dem starken Abschneiden konservativer Direktkandidaten ist der Anteil weiblicher Abgeordneter um über 5% zurückgegangen. Wir sind heute geschlechterproporzmäßig auf einem Stand wie vor fast 20 Jahren. Das hat Frauen aller demokratischen Parteien auf den Plan gerufen. Bis zu der nächsten Bundestagswahl wollen sie eine Wahlrechtsreform, die auch das Thema Parität auf der Agenda hat. Dafür brauchen wir ein breites Bündnis innerhalb, aber auch außerhalb des Parlaments. Liebe Gäste, der Deutsche Frauenrat ist die vielfältigste und größte Frauenlobby Deutschlands. Als Dachverband von 60 bundesweit aktiven Frauenorganisationen vertreten wir Frauen aus Berufs-, Sozial-, Gesellschafts- und Frauenrechtspolitischen Verbänden, aus Parteien, Gewerkschaften, Kirchen, Sport, Kultur, Medien und Wirtschaft. Und wir bündeln als Ergebnis einer demokratischen Willensbildung die Interessen all unserer Mitglieder, bringen sie in die Bundespolitik und auf EU-Ebene ein und äußern uns zu gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Themen. Und aktuell steht bei uns das Thema Parität in Parlamenten und Politik ganz oben auf unserer Agenda. Wir haben dazu einen Fachausschuss einberufen. Er steht unter der Leitung der langjährigen ehemaligen Bundestagsabgeordneten und parlamentarischen Staatssekretärin Elke Ferner. Elke Ferner, die schon seit Jahren eine leidenschaftliche Verfechterin politischer Parität ist, kann leider heute nicht bei uns sein. Das ist sehr schade, aber sie hat, glaube ich,
zu Recht eine Auszeit genommen und befindet sich im Urlaub, denn in Kürze muss sie also mit der Ausschussarbeit so richtig Gas geben und unsere Forderungen in die Politik bringen. Und ich glaube, dann ist kein Urlaub mehr machbar für sie. Da ist also, wenn ich das so sagen darf, viel Fachkompetenz in unserem Fachausschuss gebündelt, auch bei unseren Kooperationspartnerinnen in der ERF, wie wir anschließend noch von Helga Lukuschat hören werden, oder im Deutschen Juristinnenbund. Und wir schauen natürlich auch über unseren nationalen Tellerrand. Immerhin gibt es einige europäische Nachbarländer, die in Sachen Parität schon deutlich weiter sind. Frankreich zum Beispiel. Frankreich mit seinem Paritätgesetz, das häufig hier als die Mutter aller gesetzlichen Regelungen betrachtet wird, wenn auch viele gar nicht so richtig wissen, wie das Gesetz überhaupt funktioniert. Dafür haben wir Gwendoline Lefebvre aus Frankreich eingeladen, damit wir aufgeklärt hier rausgehen. Und Katharina Miller, die in Spanien lebt und arbeitet und die Wirkweise des spanischen Gleichstellungsgesetzes für uns aufarbeiten wird. So wie der Kampf für das Frauenwahlrecht von Anfang an ein internationaler war, ist es auch der Kampf für die Geschlechterparität. Und Joanna Maycock von der Europäischen Frauenlobby wird daher das Thema von einer EU-Perspektive für uns beleuchten. Mehr Demokratie wagen. Wahrscheinlich erinnern sich zumindest einige der Älteren unter uns an diesen Appell, den Bundeskanzler Willy Brandt 1969 bei seiner Regierungserklärung vor dem Bundestag losließ. Dieser Appell hat Geschichte geschrieben. Doch ein Update würde aus meiner Sicht nicht schaden. Mehr Geschlechterdemokratie wagen. 50-50 ist unser Ziel. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Küppers. Ich habe mich an das Zitat von Willy Brandt erinnert und ich habe mich dabei auch erinnert, dass ich bei der, als er zum zweiten Mal sich zur Wahl gestellt hat, dass ich da als kleine Wahlhelferin zugange war, als kurzlebige Jungsozialistin. Ich keine weiteren Kommentare, aber daran habe ich mich erinnert. Ich weiß nicht, ob Anja Nordmann, unsere Geschäftsführerin, je Wahlkampf für irgendjemand getrieben hat. Aber ich weiß sehr genau, und Sie wissen das auch, die Sie kennen, dass ich mich schon seit langem und in unterschiedlichen Zusammenhängen und Institutionen für die Förderung von Frauen in Führungspositionen, für die Förderung von Frauen in Wirtschaft, in der Politik, besonders auch in der Kommunalpolitik bemüht hat und bemüht. Kommunalpolitik in Deutschland, ein ganz unterbelichtetes Feld, was paritätsmäßig gesprochen, da werden wir nachher noch drüber hören. Anja Nordmann wird jetzt den Bogen spannen von, wie die Parität in die Politik kam. Dankeschön. Ich oute mich jetzt nicht. Später bei einem Sekt vielleicht im Anschluss können wir gerne nochmal über sozialistische, sozialdemokratische und andere Vergangenheiten sprechen, Ulrike. Frauen in die Parlamente, so hieß es schon vor mehr als 100 Jahren, spätestens aber seit in Deutschland mit dem Reichswahlgesetz am 30. November 1918 das allgemeine aktive und passive Wahlrecht Frauen erhielten und damit erstmals das volle Recht auf politische Partizipation. Sie durften bei der Wahl zur Deutschen Nationalversammlung wählen und gewählt werden. Und das haben sie beides auch wahrgenommen. 82% der wahlberechtigten Frauen sind zur Wahl gegangen. Das muss man sich heute mal auf der Zunge zergehen lassen. Das zeigt den Wahnsinnsbedarf, den es damals gegeben hat und dieses Gefühl, das ist ein Recht, was uns eingeräumt wird, das müssen wir sofort nutzen und umsetzen. 36 Frauen wurden dann auch tatsächlich gewählt und gehörten 1919 erstmals der verfassungsgebenden Nationalversammlung an. Das entsprach einem Anteil von ungefähr 8,5%. Den müssen wir jetzt, glaube ich, nicht weiter interpretieren. Es waren Frauen in diesem Gremium vertreten. Am 19. Februar 1919 hielt Marie Juchatz als erste Abgeordnete in der Nationalversammlung eine Rede.
Laut Protokoll löste sie damit durchaus Heiterkeit im Hohen Haus aus. Sie betonte, dass die Frauen der Regierung nicht etwa Dank schuldig sind für das Wahlrecht. Sie sagte, was diese Regierung getan hat, das war eine Selbstverständlichkeit. Sie hat den Frauen gegeben, was ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten worden ist. Und damit beginnt in unserem Verständnis die Zeit der Gleichberechtigung im deutschen Parlament. Dann hat es noch mal 30 Jahre gedauert, bis 1949 mit Artikel 3 im Grundgesetz eine weitere Selbstverständlichkeit, Verfassungsrang, erhielt. Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Und ein Blick in die Geschichte zeigt, dass es vor allem auch Kräfte der Zivilgesellschaft waren, die nach langem und engagiertem Einsatz das Recht auf politische Partizipation erkämpften. Ohne die gebündelte Kraft organisierter Frauenbewegungen, und das kann ich, glaube ich, wirklich mit voller Überzeugung sagen, wären frauenpolitische Fortschritte weder formuliert und gefordert worden und ganz sicher auch nicht entschieden und festgeschrieben. Sie sind es damals wie heute, diese Frauen, die maßgeblich zur Verbesserung der politischen und sozialen Lage von Frauen beitragen und wichtige rechtliche Reformbewegungen anstoßen. Und ich möchte hier ein bisschen in eigener Sache des DF an die letzte für uns sehr gravierende rechtliche Reform erinnern. 2016 die Reform des Sexualstrafrechts, damals mit einem ganz entscheidenden Anteil auch der Zivilgesellschaft im von uns initiierten Bündnis Nein heißt Nein. Das war sicherlich auch ein ganz besonderer Meilenstein. Die rechtlichen Rahmenbedingungen in einem Land sagen viel über die jeweilige Gesellschaft und die in ihr vorherrschenden Ansichten und Wertvorstellungen aus. Warum also wurde den Frauen das Wahlrecht so lange vorenthalten oder verwehrt? Und wenn man jetzt mal in die Geschichtsschreibung guckt, es gab immer damals sehr starke Stimmen, gerade konservativer Politiker, die sich um die dann jetzt vorletzte Jahrhundertwende dahingehend äußerten, dass Frauen, schon die Stimme von Frauen im Grunde für politische Reden nicht geeignet seien. Ich will das gar nicht so richtig gerne zitieren, aber trotzdem muss man sich vielleicht diese Absurdität nochmal vor Augen führen, die leichte Erregbarkeit von Frauen das Volk doch eher irritieren würde und sie darum in der Politik nichts verloren hätten. Das sind sicherlich neben natürlicher Bestimmung, zu Hause zu sein und anderen Biologismen Absurditäten in unserer Wahrnehmung und trotzdem, das ist hier eine ganz gefährliche Stelle, an der ich hier bin. Moment, ich mache hier mal gerade ein bisschen Ordnung. Die trotzdem zugrunde gelegte Legitimation, Frauen eben zu biologisieren oder in soziale Rollen zu drängen, die ist uns ja auch heute eigentlich gar nicht so ganz unbekannt. Die Frauen haben aber damals eben nicht nur um die Änderung eines Paragraphen gekämpft, also der Kampf für das passive und aktive Wahlrecht war weit mehr als ein Kampf um das Recht und Gesetz, sondern es ging vor allem darum, tief verwurzelte patriarchale Ressentiments in der Gesellschaft abzubauen. Und er war damit eben ein bedeutender Schritt, dieser Kampf auf dem Weg zur Gleichstellung von Männern und Frauen. Ich gehe noch mal ein bisschen historisch zurück. Mitte des 19. Jahrhunderts organisierten sich Frauen in zahlreichen Vereinen und nutzten darüber die Möglichkeit, für eine Verbesserung der sozialen und politischen Situation einzutreten. Und hier, Sie werden das wahrscheinlich heute schon mehrfach auch Luise Otto-Peters zitiert gehört haben, Mitbegründerin des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins, forderte im Jahr 1843 öffentlich, die Teilnahme der Frauen an den Interessen des Staates ist nicht ein Recht, sondern eine Pflicht. Und sie gilt als treibende Kraft der ersten bürgerlichen deutschen Frauenbewegung und hat ihr unter anderem ein Sprachrohr gegeben, nämlich die Frauenzeitschrift, die sie damals aufgelegt hat und auch vor allem redaktionell maßgeblich verantwortet hat. Und auch später dann der Bund Deutscher Frauenvereine, dort der 1894 gegründet, der organisierte, gemäßigte Flügel der bürgerlichen Frauenbewegung und in dessen Traditionen sieht der Deutsche Frauenrat sich, schloss sich 1904 zusammen und dieser Wahlrechtsforderung für Frauen an, mit dem offiziellen Vereinsziel, das Frauenstimmrecht zu erwirken. Der Kampf um das Wahlrecht war von Anfang an auch mit der Forderung nach einer gleichberechtigten Besetzung der Parlamente verbunden. Diese Forderung nach mehr Frauen in allen politischen Entscheidungsfunktionen zieht sich auch durch die Geschichte des Deutschen Frauenrats, der 1951 gegründet wurde. Und sie steht schon seit Jahrzehnten im Zentrum unserer Aktivitäten. Also der Aktivitäten des Frauenrats. Ich bin jetzt noch nicht mehrere Jahrzehnte dabei. Einer der Höhepunkte war, das musste ich selber oder habt ihr selber nochmal wieder gelernt,
war eine Aktion oder eine Veranstaltung 1976 in Bad Godesberg unter der Leitung der damaligen Vorsitzenden Irmgard von Maibohm. Die Veranstaltung hieß Frauen fragen Politiker. Oh, Entschuldigung, das war der BDF, genau. Das ist die Jahrestagung in Jena des BDF. Das habe ich jetzt leider gerade übersprungen. Die damaligen Vertreterinnen, so ein bisschen unsere Vorfahren beim Deutschen Frauenrat. Dann komme ich aber zu dem Deutschen Frauenrat 1976. Hier sehen Sie Irmgard von Maibohm, die damalige Vorsitzende, mit den Vertretern der vier Parteien, die damals im Bundestag waren. Es ging damals um die Bestätigung von Helmut Schmidt als Bundeskanzler. Und Sie sehen hier Helmut Kohl, Hans Koschnick von der SPD, Wolfgang Mischnick von der FDP und Franz Pirkel von der CSU. Und beeindruckend ist, es gab ein Auditorium von 1000 Frauen, die diesen Politikern ad hoc dort Fragen stellten und sie vor allem ad hoc antworten mussten. Unter den dokumentierten Fragen, die es von damals gibt, die sämtlich nur von Vertreterinnen dieser Frauenverbände, unserer Frauenverbände gestellt wurden, tauchte zum ersten Mal das Stichwort Quotierung auf, das als möglicher Weg zur Verbesserung der Frauenanteile in wichtigen Entscheidungsgremien und Spitzenpositionen in die Debatte gebracht wurde. Diese Großveranstaltung war Teil einer sogenannten Wahlstrategie, die der DF am 15. September 1975, also exakt heute vor 43 Jahren, verabschiedet hatte, um Frauenverbände mit ihren damals 6 Millionen Mitgliedern unter dem Motto mehr Frauen in die Parlamente zu aktivieren. Und auch die damals vom DF herausgegebene Zeitschrift Informationen für die Frau machte regelmäßig auf dieses Thema aufmerksam. Hier sehen Sie das Titelblatt eines Sonderheftes mehr Frauen in die Parlamente. Seitdem hat sich einiges in Deutschland getan. Unser Land wird von einer Frau regiert. Viele Kinder kennen den Begriff Bundeskanzler gar nicht mehr. 7 Ministerien werden von Ministerinnen, von Frauen geführt. Und dank freiwilligen parteiinternen Quoten und anderen Maßnahmen wie Reißverschlussverfahren haben einige Parteien die magische 40%-Marke überschritten und dazu beigetragen, dass der Frauenanteil seit den 80er Jahren deutlich erhöht wurde. Doch trotz dieser Fortschritte ist die politische und gesellschaftliche Repräsentation von Frauen insgesamt aus unserer Sicht unzureichend. Frauen sind bis heute in keinem Parlament in Deutschland paritätisch vertreten. Im Deutschen Bundestag, den Landtagen, den Kreis-, Stadt- und Gemeinderäten bleibt der Frauenanteil deutlich hinter ihrem Bevölkerungsanteil zurück. Und das auch 100 Jahre nach Einführung des passiven Wahlrechts. Bei der letzten Bundestagswahl, Sie werden das alle wissen, sank der Anteil der weiblichen Abgeordneten massiv auf etwas mehr als 30%, nachdem bei den Wahlen davor, 2013, es einen Höchststand von rund 36% gab, Frauenanteil im Deutschen Bundestag. Und der ist damit in der geschlechterparitätischen Besetzung so weit von ihr entfernt wie rund 20 Jahre davor nicht. Und jahrzehntelang waren Frauen auf diesem politischen Parkett nahezu unsichtbar. Ich hatte das gerade schon gesagt, die Parteien haben sich in den frühen 80ern, als der Anteil noch bei 10% waren, überhaupt erst die Gedanken gemacht oder machen müssen und von den Frauen dazu aufgefordert worden, über die Frauenanteile zu sprechen. Und in den 90ern erreichte man immerhin einen Anteil von 20% und seit 98 liegen wir zumindest über 30. Eine geschlechtergerechte Demokratie sieht aber anders aus. Zu unserem Verständnis von Demokratie, Gerechtigkeit und Partizipation gehört mehr als das, was wir jetzt gerade aktuell im Bundestag haben. Frauen und Männer müssen überall paritätisch vertreten sein, auch in den Parlamenten und auch in allen politischen Gremien. Wie weit Deutschland hier hinterherhängt, zeigt ein Blick in andere Länder, insbesondere auch außerhalb Europas. Wobei ich vielleicht noch mal kurz sage, dass ich zitiere jetzt sehr die westdeutsche politische Vergangenheit. Es sah in der DDR nicht viel anders aus. Also die Frauen waren zwar in der Volksvertretung etwas mehr vertreten, schon früher mit 32-44%, aber die wirklichen Spitzenpositionen im Zentralkomitee der SED wurden, gab es eigentlich nur eine Frau, nämlich die für Frauenbelange zuständig war. Das will ich hier nicht unterschlagen. Das ist natürlich immer eine Gemengelage auch aus zwei verschiedenen Vergangenheiten ist, auf die wir jetzt hier gucken. Und jetzt gucke ich nochmal hier auf die internationalen Zahlen. Also wenn ich jetzt weltweit gucke, in Ruanda mit 61%, ein extrem hoher Frauenanteil im Parlament,
gefolgt von Kuba und Bolivien mit 53%, Grenada mit 47% und Namibia mit 46%. Innerhalb der EU weisen Schweden und Finnland, auch das sind nicht wirklich neue oder unbekannte Zahlen, mit knapp 44% und 42% den höchsten Frauenanteil auf. Wenn man jetzt aber ins weltweite Ranking guckt, liegen die beiden Länder auf Platz 8 und 10 und Deutschland dagegen nach der Bundestagswahl 2017 auf Platz 46. Viele dieser Länder haben entweder beim Demokratieaufbau nach politischen Umbrüchen oder teilweise nach vorangegangener Verfassungsänderung Regelungen in den Wahlgesetzen für einen geeigneten oder gleichen Zugang von Frauen zu Wahlämtern und Mandaten getroffen. In der EU, ich glaube, das wird später heute auch noch mal kurz thematisiert, sind das, ich sage es einmal schnell, Frankreich, Belgien, Spanien, Portugal, Irland, Polen, Slowenien und Griechenland. Und in Spanien, auch das ist ja durch die Presse gegangen, hat der Regierungschef Pedro Sanchez erstmals in der Geschichte des Landes mehr Frauen als Männer in sein Kabinett berufen, nämlich 6 von 11. Allein das Foto ist total beeindruckend, dass man doch die Männer eher fast anfängt zu suchen, weil so viele Frauen auf einmal da sind und man erstmal damit zurechtkommen muss, das zu verstehen. Dort stehen die Zeichen deutlich Richtung Modernisierung und Reform. Aber warum ist eine paritätische Besetzung von Parlamenten und politischen Gremien so wichtig? Auch das will ich hier in diesem Plenum noch einmal sagen. Kritikerinnen, überwiegend Juristen, rechtfertigen den Status quo gerne damit, dass Wahlen den Willen des Volkes zu spiegeln haben und dass das Parlament aber nicht das Volk in seiner Zusammensetzung spiegeln muss, je nach Wille des Volkes. Die Haltung lässt sich natürlich leicht einnehmen, wenn man selbst zur dominierenden Gruppe gehört und eine gewisse Bequemlichkeit liegt da sicherlich auch drin. Eine ausgeglichene Beteiligung von Frauen und Männern in Parlamenten ist aber notwendig für eine gleichberechtigte demokratische Teilhabe und Repräsentanz der Bürger und Bürgerinnen. Die Mitwirkung an Gesetzgebungsverfahren und am öffentlichen Meinungsbildungsprozess ist ausschlaggebend und auch wie Zugangschancen gesellschaftlich verteilt werden. Und ich spreche hier im Grunde von Definitionsmacht, die durch eine eigene Interessensvertretung natürlich anders wahrgenommen werden kann. In Artikel 20 Absatz 2 des Grundgesetzes heißt es, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Einen geschlechterparitätischen Einfluss auf staatliches Handeln haben Frauen bislang nicht so, wie sie es haben sollten. Ein ausgeglichenes parlamentarisches Männer-Frauen-Verhältnis wirkt sich aber faktisch auf die Qualität der politischen Entscheidungen des Parlaments aus. Die Gesetzgebung ist bis heute unausgeglichen und männlich dominiert, so unsere Analyse. Die maßgeblichen geschlechterpolitischen Diskussionen der Vergangenheit, zum Beispiel die Jahrzehnte anhaltende Streit um den Abtreibungsparagrafen 218a oder um die Einführung des Straftatbestands der Vergewaltigung in der Ehe 1997, belegen im Grunde, dass die Mehrheit der Entscheidungen des Parlaments nicht immer auch gute Lösungen für die Mehrheit der Adressatinnen sind. Und noch immer sind Benachteiligungen auf dem Arbeitsmarkt wie Arbeitszeit, Lohngerechtigkeit, Renten oder auch Karrierelücken nicht überwunden. Um geschlechtergerechte Entscheidungen zu erreichen, muss die Repräsentanz von Frauen in den Parlamenten entsprechend ihrem Bevölkerungsanteil im Zentrum einer heutigen zeitgemäßen Gleichstellungspolitik stehen. 2007 bestimmte die Generalversammlung der Vereinten Nationen und auch da ist der Deutsche Frauenrat mit einem Beraterstatus vertreten, darum haben wir den immer mit auf dem Schirm, wenn wir uns mit diesen Themen befassen, hat den 15. September, also den heutigen Tag, als internationalen Tag der Demokratie ausgerufen. Das Ziel dieses Tages, des heutigen Tages, ist die Förderung und die Verteidigung demokratischer Grundsätze. Und der allgemeine Gleichheitssatz, Artikel 3 des Grundgesetzes, ist einer dieser Grundsätze. Er stellt eines der tragenden Konstitutionsprinzipien der freiheitlich-demokratischen Verfassung dar. Seit 1994 ist der Staat basierend auf Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz dazu verpflichtet, die tatsächliche Gleichstellung von Männern und Frauen durchzusetzen und auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinzuwirken. Es gibt also einen Verfassungsauftrag für das, was wir hier fordern. Doch bei der faktischen Gleichstellung hinkt Deutschland sowohl dem Grundgesetz als auch dem Umsetzungsstand vieler europäischer Nachbarn, wie wir später vor allem ja auch noch hören werden von unseren Gästen, hinterher. In der politischen Wirklichkeit ist er noch nicht angekommen. Die hochverdiente
Nachkriegsjuristin und Politikerin. Dr. Elisabeth Selbert hat 1948 im Parlamentarischen Rat mit drei Mitstreiterinnen den Artikel durchsetzen können und brachte diesen Umstand folgendermaßen auf den Punkt: Die mangelnde Heranziehung von Frauen zu öffentlichen Ämtern und ihre geringe Beteiligung in den Parlamenten ist schlicht Verfassungsbruch in Permanenz. Die Macht haben die Männer ganz klar unter sich aufgeteilt. Das war damals so und es ist auch heute noch so. Egal ob im Hinblick auf politische Ämter, gleiche Aufstiegschancen, Lohngerechtigkeit, Gleichheit oder Bildungschancen. Unsere Gesellschaft kann und darf es sich eigentlich gar nicht erlauben, die Hälfte des Potenzials ungenutzt zu lassen. Weil ich jetzt vielleicht ein bisschen sehr polemisch bin, wenn ich wirklich davon spreche, dass die Hälfte ungenutzt bleibt. Das stimmt natürlich so auch nicht. Für uns, den Deutschen Frauenrat, ist Geschlechtergerechtigkeit unerlässlicher Bestandteil unserer Demokratie. Wir fordern von der Politik, dass das Gleichheitsgebot aus Artikel 3 auch bei der anstehenden Wahlrechtsreform umgesetzt oder berücksichtigt wird, bei den Direktmandaten und den Listenmandaten. Wir brauchen ein neues Verständnis von Gleichheit, das auch das passive Wahlrecht von Frauen umfasst. Frauen sollen nicht nur wählen dürfen, das vor allem feiern wir ja heute, sondern müssen auch gleiche Chancen haben, in ein politisches Amt gewählt zu werden. Dazu müssen über Parteigrenzen hinweg Instrumente für die Entwicklung von Geschlechterparität im Deutschen Bundestag entwickelt werden. Wir brauchen einen Wandel in der politischen Kultur, auch dazu später mehr, und ein modernisiertes Verständnis von Politik. Den Parteien selbst kommt dabei aus unserer Sicht eine entscheidende Verantwortung zu. Es muss politisch gewollt sein, dass Frauen gewählt werden. Bevor wir also, was ja auch immer natürlich mitläuft, um juristische Lösungen ringen, muss erstmal Parität als politisches Ziel definiert sein. Und wenn wir uns darauf verständigt haben, bin ich der festen Überzeugung, wird es auch verfassungskonforme juristische Wege geben. Um dieses Ziel zu erreichen, diskutieren wir mit Politikerinnen und großem I und engagierten Akteurinnen und Akteurinnen über Kooperationen und Lösungen. Ähnlich wie ich es eben erzählt habe über die 1976 die Wahlstrategie, die der Frauenrat damals als Aktion gestartet hat, mit damals 6 Millionen Frauen in den Verbänden. Heute haben unsere Mitgliedsverbände Mitglieder, 12 Millionen Frauen, die sie vertreten. Und das lässt doch hoffen auf ein großes Aktionsbündnis für Parität zwischen Politik, Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft. Wir wollen für das Thema stärker sensibilisieren. Und wird man braucht vor allem für so ein Engagement, das hat nicht zuletzt diese Sexualrechtsreform, die ich gerade genannt habe, gezeigt, ein ganz starkes Bündnis zwischen Zivilgesellschaft und Politik. Ohne eine breite Öffentlichkeit wäre auch, jetzt muss ich gerade mal kurz gucken, da sitzt sie, auch das Paritätgesetz in Frankreich niemals Realität geworden. Und es war die weibliche Zivilgesellschaft, und damit schließe ich an den Beginn meiner Rede an, die das Wahlrecht auch für Frauen erkämpfte. Und es sind auch heute Frauen der Zivilgesellschaft, die um die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern in politischen Ämtern kämpfen müssen. Deshalb bleibt dieses Thema ganz oben auf der Agenda unserer Lobbyarbeit, und ich erhoffe mir von unseren Gästen heute ganz viele Ideen, wie wir das realistisch umsetzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Anja Nordmann. Das Thema Parität steht nicht nur, wie wir jetzt von ihr und auch von Frau Küppers gehört haben, beim Deutschen Frauenrat oben auf der Agenda, sondern seit deutlich längerer Zeit bei der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft, die das Thema mit großer Expertise betreibt. Helga Lukoschat, Vorstandsvorsitzende der EAF, wird über das Verhältnis von politischer Kultur und Parität sprechen. Und wir haben gerade eben in einem der Schaubilder gesehen, wie diese Kurve, die Besetzung des Bundestages mit Frauen, wie die sich so um die 10% über Jahrzehnte gehalten hat und dann plötzlich sprunghaft anstieg, Anfang der 80er Jahre. Und Helga, du wirst dich erinnern, als die Grünen die Frauenquote einführten, was für eine Furore, was für ein Aufschrei da damals durchging, als wir als Frauenredakteurinnen, das Thema Genderpolitik war damals noch nicht erfunden, das Wort, als Frauenredakteurin bei der quotierten Taz, dem ersten Betrieb, der eine Frauenquote hat, dieses Thema verteidigt haben und dann die SPD ein paar Jahre später mit ihrer 40%-Quote folgte und dann die CDU nach langen Widerständen mit ihrem, ich darf das so sagen, Frau Neise-Hommelsheim, mit ihrer weichgespülten Quorum
und was es für ein halbes Weltwunder war, als der regierende Bürgermeister Walter Momba 1989 plötzlich mit einem sogenannten Feminat regiert hat. Ein Feminat, das waren 8 Senatorinnen und 5 Senatoren und man dachte, die Welt steht still und was passiert nun? Helga, ich bin gespannt auf deinen Vortrag. Ja, auch meinerseits noch mal ein ganz herzliches Willkommen hier in die Runde. Vielen Dank dem Deutschen Frauenrat für die Einladung. Vielen Dank dir, liebe Ücke, ja, für einen kleinen Rückblick. Ich glaube, das darf man machen bei einer feministischen Sommeruniversität, auch einmal ein bisschen zurückzuschauen. Die ersten fanden ja auch Ende der 70er Jahre hier in Berlin, nicht an der Humboldt, sondern an der Freien Universität statt. Ja, die ganze Demokratie, das ist ja schon ein ganz programmatischer Titel, die Demokratie ist eben unvollständig, wenn die eine Hälfte der Bevölkerung nicht angemessen vertreten ist. Die ganze Demokratie war auch eines der ersten großen Bücher, die wir als ERF Berlin auch gemacht haben zu dem Thema, weil uns das eben ganz, ganz wichtig war. Die Repräsentanz von Frauen ist wichtig für die Gleichberechtigung, aber sie gehört eben auch zu einer sehr lebendigen Demokratie dazu. Vielleicht 2, 3 Worte auch zur ERF, also Europäische Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft. Unter diesem Titel haben wir uns vor über 20 Jahren hier in Berlin gegründet, weil wir gesagt haben, die Stadt wird Hauptstadt, Regierungssitz. Wir brauchen eine Institution, wo sich Frauen parteiübergreifend vernetzen können, wo wir den weiblichen Führungsnachwuchs fördern können, wo wir aber auch mit Blick auf Gesellschaftspolitik, auf Wirtschaftspolitik Themen vorantreiben. Wir kürzen uns heute ab als ERF, kurz und bündig. Die Themen sind uns geblieben, haben sich aber gleichzeitig natürlich auch weiterentwickelt. Wir sind auch wirklich sehr, sehr vielfältig aufgestellt. Aber ich möchte darauf jetzt heute natürlich nicht in aller Breite eingehen, sondern tatsächlich auch den Schwerpunkt auf das Thema Politik legen, wo wir in ganz unterschiedlicher Form durch praxisnahe Forschung, durch Beratung, aber auch durch solche Projekte wie das Helene Weber Kolleg, eine Plattform für Frauen in der Kommunalpolitik, tätig sind. Ja, meine kurze, also die Agenda für meinen aber wirklich auch kurzen Beitrag. Ich schaue mal auf die Uhr, also ich sollte kurz vor 5 auf jeden Fall fertig sein. Gleichberechtigung, ein Jahrhundertprozess, es ist schon angesprochen worden, aber ich muss da einfach auch noch einmal darauf eingehen, aber dann natürlich Teilhabe, wo stehen wir heute, die Barrieren und was lässt sich tun und Parität in Sicht mit einem Fragezeichen, aber vielleicht können wir ja bald ein Ausrufezeichen dahinter setzen. Ja, Gleichberechtigung, ein Jahrhundertprozess. Wir machen im Moment auch, es wurde ja schon erwähnt von Anja Nordmann, als ERF eine Kampagne für 100 Jahre Frauenwahlrecht mit vielen tollen Mitstreiterinnen und Kooperationspartnerinnen. Und mir persönlich ist das wirklich eine ganz besondere Freude, weil ich habe unter anderem auch Geschichte studiert hier in Berlin. Ich hatte das Glück, eine ganz tolle Lehrerin zu haben, Gisela Bock, Historikerin. Ja, Applaus. War das ein Klatschen? Oder? Die wirklich ganz großartig sich auch mit der ersten Frauenbewegung befasst hat. Ich komme sonst in meiner aktuellen Arbeit für die ERF nicht so dazu, in die Geschichte zurückzugehen. Und ich muss sagen, für mich ist das im Moment nochmal eine richtige Freude, weil es einfach auch so großartige Frauen waren, die gestritten haben, hier einige Gesichter zu sehen. Wirklich Frauen, vor denen wir den Hut ziehen sollten, weil sie hatten Widerstände, die wir uns, glaube ich, manchmal gar nicht so vorstellen können, was da an Argumenten kam, an Angiftungen, an Anfeindungen. Es gab auch richtig antifeministische Clubs und Gruppen, die Frauen angegriffen haben. Also dieses Recht ist wirklich erkämpft und erstritten worden mit riesengroßem Einsatz. Und unsere Kampagne trägt daher auch gerade im Social-Media-Bereich den Titel Streiten für gleiche Rechte. Wofür streitest du heute, hier und jetzt? Ich habe auch hier, das ist Helene Lange, eine auch großartige Frau der bürgerlichen Frauenbewegung, die sich sehr stark im Bildungsbereich eingesetzt hat. Und ich habe noch mal ein Zitat mitgebracht.
Es ist eine Fiktion, dass die Männer zugleich die Interessen der Frauen wahren. Das hat sie gesagt vor ihrem Hintergrund, weil 1900 das bürgerliche Gesetzbuch, was wirklich ein patriarchales Gesetzbuch war, eben völlig ohne Frauen, Frauen waren nicht in den Parlamenten, konnten nicht mitreden, entstanden ist. Ich denke, Männer können natürlich, nicht natürlich, das war nicht das richtige Wort, aber wir sollten davon ausgehen, dass auch sie kluge Politik machen können, Frauenpolitik, Gleichstellungspolitik, weil Feminismus ist eine politische Haltung, das ist nichts, was angeboren oder natürlich ist, und wir kennen auch viele Frauen, die sich nicht für Frauenrechte oder für feministische Politik einsetzen. Aber ich bin zugleich auch davon überzeugt, dass diejenigen, die von bestimmten Lebensrealitäten betroffen sind, auch wirklich repräsentiert sein sollen, sich einbringen sollen und im Verbund dann mit anderen, die sich auch für ihre Interessen einsetzen, ja, ihre Rechte erstreiten und weiterentwickeln. Auch die Frauenanteile, das wurde auch schon zitiert, wir haben hier nochmal eine etwas anders aufbereitete Kurve, wo man sieht, die erste Hälfte des Jahrhunderts, auch mit dem großen Einbruch des Nationalsozialismus, hatte sich wenig getan. Dann erst ab 83, also noch 1983, war der Anteil fast gleich, nur ein wenig höher als 1919. Das wurde ja auch schon beschrieben, mit kulturellen Veränderungen durch die Studentenbewegung, durch die Frauenbewegung, die hineinzog in die Parteien, zuerst bei den Grünen sehr stark, aber dann auch bei den anderen veränderte sich das. Ja, 30,9%, das ist ein mehr als früher, aber wir können uns damit nicht zufrieden geben. Anja Nordmann hat es ja eben gerade auch noch mal sehr, sehr eindrucksvoll ausgeführt. Ja, um die dann 48, 49, auch hier noch mal ein letztes Bild zurück. Die vier Mütter des Grundgesetzes, die eben erstritten haben im Parlamentarischen Rat, aber eben auch mit Unterstützung einer außerparlamentarischen Frauenbewegung den Gleichberechtigungsgrundsatz. Und unser Kolleg ist eben nach Helene Weber einer dieser vier Mütter des Grundgesetzes benannt. Ja, Teilhabe in der Politik, wo stehen wir heute? Ich mag das Bild ganz gerne, weil ja, Geschichte ist eben leider keine Rolltreppe, es geht nicht immer nur aufwärts. Auch wenn wir uns das wünschen, ich glaube, gerade die ganz aktuellen politischen Diskussionen zeigen uns das sehr und stellen uns auch vor große Herausforderungen, auch als EAF. Wie gehen wir mit Frauen und Männern der AfD ganz konkret vor Ort in den Kommunen um, wo für uns klar ist, also da müssen wir klare Grenzen ziehen, weil das nicht mehr, ja, sie sind demokratisch gewählt, aber sie sind da auch wirklich nicht mehr in dem, was wir mittragen können mit unseren Werten. Wo stehen wir? Man muss eine politische Diskussion natürlich führen und auch in den Konflikt gehen, aber wir haben uns für uns entschieden, dass wir sie eben auf keinen Fall fördern. Ja, Teilhabe in der Politik, es ist viel erreicht, das wurde schon gesagt, aber ich bringe jetzt mal ein Bild mit, ist bekannt, denke ich, vielleicht hier in diesem Kreise, aber es ist einfach so schlagend, ja, wo stehen wir heute? Ja, ich finde es einfach derartig treffend, also das ist der aktuelle Innen- und Heimatminister mit seinen parlamentarischen und den Staatssekretären, und dieses Wir ist eben, ja, unglaublich, ja, die Kolleginnen hier schütteln den Kopf. Es ist natürlich auch nicht nur nicht Frauen, es ist auch Alter, es ist kulturelle Vielfalt. Das ist eben die Art von politischer Kultur, von dieser männlich durchtränkten, imprägnierten politischen Kultur, die mit eine Ursache dafür ist, dass wir eben auch nach wie vor deutlich weniger Frauen als Männer in den Parlamenten haben. Und deswegen habe auch ich meinerseits nochmal auf die Geschichte rekurriert, weil wir das nicht verstehen können, wenn wir nicht wissen, dass diese gerade die neuzeitliche Demokratie unter dem Ausschluss von Frauen entstanden ist, ihre Riten, ihre Rituale, ihre Institutionen, ihre Art, wie Politik macht, trägt das nach wie vor in sich. Das hat sich verbessert, aber wenn wir das anschauen, dann wissen wir, da bleibt wirklich noch viel zu tun. Noch ein Blick auf die Zahlen.
Bundestag wurde schon genannt, Länderparlamente etwas besser, da komme ich aber gleich noch mal dazu, aber vor allen Dingen in den kommunalen Vertretungen, dort wo ja Demokratie wirklich ihre Basis hat, wo ganz unmittelbar das Lebensumfeld der Menschen betroffen ist, haben wir immer so um die 25% und bei den Bürgermeisterinnen in der Exekutive sind 90% Männer in den Rathäusern und nur etwa knapp 10% Frauen. Ich habe noch mal eine Zahlenfolie mitgebracht zum Frauenanteil in den Landesparlamenten. Ganz bemerkenswert ist vor allen Dingen hier Sachsen-Anhalt, weil vor nicht allzu langer Zeit, genau genommen bevor der letzten Landtagswahl, war Sachsen-Anhalt nämlich Spitzenreiter oder Spitzenreiterin in der Repräsentanz, aber mit den Verhältnissen einer ganz starken AfD, ich komme nur leider noch mal auf diese Partei zurück, die eben ganz überwiegend von Männern dominiert ist und übrigens auch überwiegend von Männern gewählt wird, auch das muss man noch mal vor Augen haben, ist dieser Anteil sehr, sehr stark zurückgegangen, wie auch in Nordrhein-Westfalen, wie auch in Niedersachsen. Die ganzen letzten Landtagswahlen haben einen Rückgang gebracht. Und all diese Zahlen verwenden wir natürlich jetzt auch in der politischen Diskussion zu sagen, wir können einfach jetzt nicht hier stehen bleiben und darauf hoffen, 30%, 35%, das wird schon irgendwie weitergehen, sondern wirklich klar einzufordern, wir haben viel dran gearbeitet an verschiedensten Stellschrauben, aber wir brauchen jetzt eben auch gesetzliche Regelungen, die das vorantreiben. Danke. Ja, Barrieren für Teilhabe, nochmal ein kleiner Blick auf das Thema auch politische Kultur. Es sind natürlich auch gesellschaftliche Faktoren, die nach wie vor eine Rolle spielen, die Geschlechterrollen. Ich habe es ja gerade schon erwähnt, das klassische Bild des Politikers ist eben ein männliches. Ich habe eine Arbeit geschrieben über die Darstellung von Politikerinnen in den Medien. So ein Wort wie der Vollblutpolitiker, da spürt man auch schon, welche Imprägnierung da drin ist. Und Frauen haben oft mit einem Doppelbind in der Politik zu kämpfen. Nicht nur da, aber auch dort sind sie zu männlich, gelten sie nicht mehr als richtige Frauen. Sind sie aber zu weiblich, gelten sie nicht mehr als führungsstark und durchsetzungsstark. Zeitmangel und die Vereinbarkeit von Beruf, Familie, politischem Amt, politischer Karriere, natürlich auch nach wie vor ein großes Thema, vor allen Dingen in der Kommunalpolitik, wo es um das Ehrenamt geht. Ganz besonders wichtig aber die Parteien mit ihren Strukturen. Nach wie vor, auch im Jahre 2018, hört man von insbesondere auch Kommunalpolitikerinnen, aber nicht nur dort, Abwertung, nicht ernst nehmen, lächerlich machen, bis hin auch ja, zu sexuellen Anzüglichkeiten und so weiter und so fort. Und die Nominierung ist tatsächlich ein Nadelöhr für Frauen, vor allen Dingen, wenn es um Direktmandate geht. Das gilt für die Bürgermeisterin, das gilt aber auch für die Wahlkreise. Wir haben das in unseren Forschungen wirklich nachweisen können, dass Frauen weniger Chancen haben, weil eingeschworene Strukturen, Netzwerke, die Bekanntschaft von Männern, der Amtsbonus dazu beiträgt, dass in Direktwahlsituationen Männer tatsächlich strukturell bessere Chancen haben. Frauen werden vor allen Dingen dann nominiert, das gilt vor allen Dingen für die Bürgermeisterin, da konnten wir das leider sehr deutlich zeigen. Sagen wir mal so, wenn es recht aussichtslos ist, wenn man niemand anderen hat, der vielleicht den Karren aus dem Dreck zieht, also ein bisschen die Verlegenheitskandidatin, die dann aber oft zur Überraschung aller tatsächlich die Wahl gewinnt. Ja, dritter Punkt, Wahlrecht. Wir werden darauf sicher auch noch im Laufe des Tages zu sprechen kommen, des Nachmittags. Verhältniswahlrecht mit Listen, die sich eben quotieren lassen, die in unterschiedlicher Form, zum Beispiel alternierend oder nach dem sogenannten Reißverschluss besetzt werden können, erleichtern die Repräsentanz von Frauen oder auch von anderen unterrepräsentierten Gruppen. Ja, mir ist auch wichtig, es geht nicht um eine homogene Masse von Frauen, es geht auch um Frauen und Männer in ihrer Vielfalt. Auch andere Gruppen sind im Parlament unterrepräsentiert. Das lässt sich aber für mich mit dem Kampf für Parität sehr gut verbinden, weil wir das immer mitdenken. Wir wollen insgesamt eine bessere Repräsentanz von Frauen und Männern in ihrer Vielfalt und Unterschiedlichkeit, natürlich auch was sozioökonomische und andere Faktoren betrifft. Ja, ich weiß, es ist oft auch eine große Diskussion und für mich ist aber dieses
Frauen-Männer-Thema, so wie ich es jetzt gerade geschildert habe, war vor allen Dingen auch ein Augenöffner, ein Türöffner, um zu sehen, unsere Demokratie muss sich weiterentwickeln. Ja. Handlungsansätze entsprechend sollten wir nicht nur einseitig sehen. Es geht um das individuelle Empowerment, zum Beispiel durch Mentoring-Programme, durch Vernetzung etc. Wir müssen weiter an den soziostrukturellen Dingen arbeiten, aber eben auch politisch-institutionell. So, ich komme zu meinem letzten Teil, Parität in Sicht, Strategien, Debatten, Aktivitäten. Angestoßen durch Frankreich 2001, Verankerung des Paritätsgesetzes, begann auch in Deutschland die Diskussion, vor allen Dingen in Baden-Württemberg, mittelbares Nachbarland zu Frankreich. Der Frauenrat hat es dort aufgenommen, andere Gruppierungen. Es wurden verschiedenste Initiativen gestartet. Dann ebbte das alles aber so ein bisschen ab. Und jetzt im Moment merke ich auch, wie auch schon meine Vorrednerin sagten, es geht wieder aufwärts. Hier auch noch mal ein Blick auf die Länder in Europa, die gesetzliche Regelungen kennen. Es ist nicht bei allen Parität. Polen zum Beispiel hat eine 30%-Quote speziell für den Bereich der Kommunalpolitik. Aber niemand wird diesen Ländern abstreiten, dass sie Demokratien sind. Und das sollte auch in Deutschland, wo die, ich komme gleich noch drauf, eine doch ziemlich intensive juristische Debatte läuft, auch zur Kenntnis genommen werden, dass das vereinbar ist mit demokratischen Grundsätzen. Ja, ein kleiner Rundumblick. Wie gesagt, ich sprach schon drüber, Kampagnen der Frauenräte, jetzt des Deutschen Frauenrats mitsamt seinem Fachausschuss finde ich ganz prima. Es gibt Publikationen, Fachtagungen. Rheinland-Pfalz hat einen sogenannten Paritätsbericht eingeführt. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Uns fehlen manchmal auch wirklich aktuelle Zahlen. Das gilt gerade auch für die Kommunalpolitik. Es gibt Rechtsgutachten. Es gibt erste gesetzliche Sollregelungen, zum Beispiel in Baden-Württemberg, die aber nichts gebracht haben. Die haben den Anteil von Frauen in der Kommunalpolitik um 2-3% erhöht. Also kein durchschlagender Erfolg, wie wir es uns wünschen würden. Es gibt Prüfaufträge und Koalitionsvereinbarungen. Interessanter sind, also das sind aber eher Absichtserklärungen. Ich war gerade gestern in Thüringen. Dort will vielleicht die Landesregierung auch etwas auf den Weg bringen, ist noch nicht ganz sicher. Es gab in Bayern ein Aktionsbündnis, das Aufmerksamkeit auf diese Frage gelenkt hat und eine Klage beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof eingereicht hat, ob das bestehende Wahlrecht tatsächlich verfassungskonform ist. Nicht ganz überraschend wurde diese Klage abgewiesen. Das war wahrscheinlich den Initiatorinnen auch bewusst, dass das Bayerische Verfassungsgericht nicht sagen wird, hier 70 Jahre haben wir verkehrt gewählt. Aber es hat auch Türen geöffnet für weitergehende Schritte Richtung Karlsruhe. Das werden wir beobachten. Also Karlsruher Verfassungsgericht. Muss man sehen, wie die da nochmal mit, da wird Beschwerde eingelegt worden, wie das Gericht dann damit umgeht. Ein sehr spannender Ansatz, nur ganz kurz, ist das Paritätsgesetz, ein inklusives Paritätsgesetz, wie Sie es nennen, von Bündnis 90 Die Grünen aus Brandenburg. Ich möchte es ganz kurz skizzieren. Die sagen, für die Landtagswahl, die Listen müssen jede Partei, jede Wählergruppe, die antritt mit Listen, müssen diese alternierend besetzen und Sie schauen sich aber auch die Direktwahlmandate an, was ich sehr spannend finde. Und zwar machen Sie folgenden Vorschlag. Die Zahl der Wahlkreise wird halbiert von 44 auf 22 und in jedem Wahlkreis soll ein Tandem Frau-Mann antreten, ja, um zu gewährleisten, dass eben hier auch im Ergebnis Parität dann in den Parlamenten hergestellt wird. Dieses Gesetz ist natürlich jetzt in der politischen Diskussion und es ist einfach wichtig, dass wir auch und Sie, ihr damit ein Auge drauf habt, Druck macht. Das ist einfach wichtig, um damit voranzukommen. Ein letzter Blick auf die juristische Debatte. Sie wurde bereits angesprochen. Es ist vor allen Dingen eine verfassungsrechtliche Debatte. Sie sehen hier der Gleichstellungsauftrag aus Artikel 3.
Absatz 2, Satz 2. Aus unserer Sicht ist es ein klarer Auftrag, wenn über Jahrzehnte festzustellen ist, da ist eine Benachteiligung von Frauen, die struktureller Natur ist, dass das gedeckt ist, hier entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Aber die beiden anderen auch im Grundgesetz festgelegten Artikel Parteienfreiheit und Wahlfreiheit gibt es eben auch eine Menge Juristen und Juristinnen, die sagen, ja, das wären zu große Eingriffe in die Parteienfreiheit. Das sind die beiden Artikel. Die Silke Laskowski aus Kassel, die sehr intensiv an dieser Frage arbeitet, weist aber auch immer darauf hin, natürlich sind unsere Parteien frei, und das sollen sie auch, aber auch hier ihre innere Ordnung muss demokratischen Grundsätzen entsprechen. Und wenn die Parteien ihre Freiheit nutzen, um hauptsächlich nur Männer aufzustellen, ist das eben auch im Kern nicht wirklich demokratisch. Ja, hier auch nochmal der bereits zitierte Ergänzung 1994 in der Verfassung verankert. So schaut die Kampagne aus. Sie haben vorne vielleicht auch unseren Stand gesehen. Streiten für gleiche Rechte, wofür streitest du? Elisabeth Selbert, Marie Juchert, Helene Lange, Helene Weber hier stellvertretend für viele Frauen in dieser Kampagne. Sie können da gerne auf die Website gehen, haben wir Unterstützerinnen, Mitstreiterinnen aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft gefunden. Es gibt eine Aktionslandkarte mit einem sehr schönen Kalender über die diversen Veranstaltungen, die jetzt laufen. Es wird am 12. November einen Festakt geben, was uns aber noch ganz besonders wichtig ist. Unsere Kampagne endet erst im Mai 2019, auch mit einer Feier 70 Jahre Grundgesetz, 25 Jahre aktiver Gleichstellungsauftrag. Eine Veranstaltung, die wir zusammen mit dem Juristinnenbund machen werden. Und ich merke richtig, mich freut es, dass es über so viele Grenzen hinweg jetzt auch international Vernetzungen gibt, Anstrengungen gibt, auch über die verschiedenen Organisationen hinweg, das Thema voranzubringen. Noch ein allerletzter Blick zurück, Helene Weber. Ja, ein Satz, den sie gesagt hat vor ihrer Erfahrung natürlich auch dieses katastrophalen 20. Jahrhunderts. Er hat leider nichts an Aktualität verloren. Der reine Männerstaat ist das Verderben der Völker. So ist es. Dankeschön. Vielen Dank, Helga, für deine Ausführungen, gerade auch die weiter zu diskutierenden Diskussionen um rechtliche Rahmenbedingungen. Es ist jetzt mehrfach gefallen, das französische Paritätgesetz als Vorbild quasi für mögliche Paritätgesetze anderer Länder. Und deswegen freue ich mich ganz besonders auf die doppelte Expertise von Gwendoline Lefebvre, der Präsidentin der Europäischen Frauenlobby, unserem Dachverband in Brüssel. Der Deutsche Frauenrat ist Teil der Lobby. Sie spricht nämlich sowohl aus der Perspektive einer langjährigen Feministin in Frankreich als auch aus der Perspektive einer stellvertretenden Distriktsbürgermeisterin in Lyon. Ich habe sie nie gefragt, ob das ein Ehrenamt ist, wahrscheinlich. Und sie spricht über die Wirkweise des französischen Paritätgesetzes. Ich bin sehr gespannt. Gwendoline, the floor is yours. Thank you, Ulrike. Good afternoon. I'm starting my chronometer. First of all, I would like to thank the Deutsche Frauenrat for the invitation. I'm really proud to be there to celebrate with you this anniversary. And I would like to give a special thank you, if you allow me, to Mrs. Brigitte Trims, who is here this afternoon. Thank you, Brigitte, to be with us. Brigitte was one of my predecessors as president of EWL. Maybe we should, yeah. She has done a great job, thank you. So as Ulrike told you, I'm not only there as a feminist activist, but also as, can I say, a result of the parity law in France, because, yes, quite young for politician women, and quite new. I was elected 4 years ago. So
The elections in France, how does it work? It's a little bit difficult to explain. It's typically French, so typical that a lot of people in France don't understand how it works. Sorry, that's really true. So we have the election for the president, and which is really different, and then we have two different systems. One of them is a list system, and one of them is, we can say, a single candidate system. There is a candidate and there is an alternate. And the list system works for the towns, the regions, and the European Parliament. And the single candidate system works for departments, Assemblée Nationale, which is our parliament, and the Senate. And the parity law on June 2000 has two main principles. One concerns the list system and the other one concerns the single candidate system. And as you can see, they are quite different. For the list system, parity became mandatory, which means that if you want to present a list, you have to present a list with one woman, one man, one woman, one man, but often it's one man, one woman, one man, one woman. And it's mandatory almost for every list elections. I will explain that further. And for single candidate elections, which I remind concerns our parliament and our Senate, it's an incentive, a financial one. Which means if you don't present as a political party, if you don't present enough women, because they always present enough men, you have to pay a penalty. So it's an incentive, a financial one. As it was not enough, there had been additions to that law. The first one was in 2007. The law was extended to executives and smaller towns. Executives of towns and executives of region. Why? Well, we could have half women elected, but no women on executive at that time. So we had that law to say that you have to have parity within executives. And also, as in France, we have 36,000 towns, which is really important, and a lot of them are smaller than 1,000 inhabitants. We extended the parity law to smaller towns, but not to all. And the second part of the law was an increase of the financial penalty, because at that time, big political parties prefer paying penalty than to have more women. Something really, really special, really French, I must say. Well. Another addition, really interesting one, and you will see the result in the next slide, is what I called a couple system. What is it? The departmental election was a single candidate election. So what we did is that we divided the number of districts, and instead of electing one candidate, now we're electing a couple. A man and a woman, and a couple of alternates, a man and a woman. We have the same number of people elected, but now we have parity at that level. And then in 2014, we had to double the financial penalty because big political parties preferred paying money than having parity within their candidates. How surprising. The results. Here are the percentage of women elected in France at the moment. The results on the left side, towns, region, and European parliaments, concern the election with the list system, so where parity is mandatory. As you can see, the results are not
too bad, but it's not parity. Why is that? Well, when you have a list in France, we have a man, then a woman, then a man. So there are more men elected than women. The figures on the right are the figures for the Parliament and the Senate, and they are single candidate system. So as you can see, financial incentive is not working in France. How surprising. And the only good result is for the department, and it's what I call, you know, the couple system. Now we have the parity. So we would like to have in France the same system for all the elections when you have, instead of a single candidate, to have a couple. And further to that, there are still other obstacles. I don't know if you have that here in Germany, but in France we have a tradition, which is mandates accumulation. But not only mandates accumulation of several mandates, but also accumulation of mandates during years and years and even decades. So at the moment, we still have quite old white male, I must say, at the head of towns or in the Senate. So it's really difficult to have more women, more young people, more people from a diverse background elected in France. The second obstacle, I mentioned it previously, is that big political parties prefer to pay than to have parity. That's all. And there are also other issues which not concern parity law, but which are linked to the situation and what we have to address as a society within the law or by changing society. The first one is violence. Violence against women still constitutes the most important and the most widespread violation of women's human rights in Europe. We have to remind that. And especially when you're elected, when you're a woman, on social medias, on the internet, you can read so many things. If you want to have more information about that, I suggest you read our report from European Women's Lobby, published last year, called Her Net, Her Rights, where we propose a lot of things to change the situation within the law of European countries, but also within society. The second obstacle is, I call it work-life mandate balance. Yes. Well, everywhere in Europe, women still have a lot of job at home. They work. How could they be elected with such a burden? And how is life after you have been elected if you just want to run for one mandate? What is life after that? We have to think about that as a society, not only as lawmakers, but also as a society to change it. Because if we still have to work and to do all the work to work professionally, to do all the work at home and to run a mandate, well, you can't sleep. So that's really an issue. And the last one is not linked to law, to any law, but to change society and to change the way we act to have other women with us. It's mentoring. It's
To be elected, to be a politician is really tough for everybody, men and women, but especially for women, as I mentioned previously. And as everywhere in the society, we need women mentors. Because if you don't have someone or some people to support you, to give you time, to give you space, to give you a voice, you can't become a politician. But this, the mentoring things, works not only in a political area, but everywhere in society. And it will be my last sentence. Think about that. Think about what you can do as a mentor to support, to give more space, to give time, maybe to give your place to another woman. Thank you. Vielen Dank, Gwendolyn. Da bleiben viele Fragen. Ich hoffe, wir sind ja schon im zeitlichen Verzug, dass wir hinterher vielleicht wenigstens noch einen kleinen Diskussionsslot haben. Ich hatte das Gefühl, dass das, was du über dein sogenanntes Couple-System erzählt hast, genau das ist, was die Brandenburgerinnen für ihr Gesetz jetzt entdeckt haben. Das klingt erstmal, sagen wir mal, verlockend. Neugierig sind wir natürlich auch auf das spanische Gleichstellungsgesetz, das seit gut 10 Jahren in Kraft ist und was zu einer sprunghaften Erhöhung geführt hat zum Frauenanteil im Kongress und im Senat. Und wir hatten es vorher schon von Anja Nordmann gehört, jüngst zu einem Kabinett, auch einem Feminat, einem spanischen Feminat mit 11 Ministerinnen und 5 Ministern. Aber offenbar gibt es trotzdem auch ein paar Mäkel oder Mängel an dem Gesetz. Und ich glaube, Katharina Miller möchte vor allen Dingen über die Mängel reden. Sie ist Vorsitzende der Europäischen Vereinigung der Rechtsanwältinnen und hat ihren Arbeits- und Lebensmittelpunkt als Anwältin in Spanien. Katharina, bitte. Vielen Dank, Ulrike. Also zunächst einmal herzlichen Dank an den Deutschen Frauenrat. Herzlichen Dank an Anja Nordmann und an Monika Küppers für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Als die Präsidentin der European Women Lawyers Association, nicht nur Rechtsanwältinnen, sondern generell alle Juristinnen. Und ich bin Spanierin. Ich habe auf meine deutsche Staatsangehörigkeit verzichtet, um Spanierin werden zu können. Also ich spreche hier vor Ihnen, vor euch als Spanierin. Und bevor ich hierher kam, ich habe die Aufgabe sehr ernst genommen, habe ich meine Kolleginnen gefragt, was sie denn von unserer Flexiquote halten. Und alles, was ich heute wiedergebe, ist nicht nur meine Meinung, sondern generell möchte ich Spanien hier ganzheitlich vertreten. Maße ich mir jetzt einfach an. Ja, also schon der Titel ist provozierend. Das war mir gar nicht so bewusst, das wurde mir jetzt erst so bewusst im Laufe der Zeit. Vor allen Dingen, ich hatte ursprünglich eine ganz andere Slide zum Titel. Der Titel meines Vortrages lautet: In der spanischen Politik scheinen Männer unersetzbar zu sein, Frauen austauschbar. Das ist nicht so, dass wir das denken, dass das so sei. Das hat eine spanische Philosophin, nämlich Alicia Miares, 2007 anlässlich der Flexiquote 2007 gesagt. Das war ihre Wahrnehmung. Und ursprünglich hätten Sie jetzt hier gesehen, und da wurde ich dann doch ermahnt, nackte Barbie-Puppen, um eben die Austauschbarkeit von Frauen darzustellen, aber auch die Lächerlichkeit dieser Aussage, also nicht der Aussage von Alicia, sondern einfach die Tatsache, dass das tatsächlich immer noch so ist in Spanien. Männer scheinen immer noch unersetzbar zu sein, Frauen immer noch austauschbar. Ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, Sie denken wahrscheinlich immer noch, glauben immer noch nicht, dass in Spanien alles wunderbar ist, ja, also dass wir das gelobte Land sind, dass wir eben schon vor 14 Jahren gleich viele Ministerinnen wie Minister hatten, dann jetzt erst der tolle Frauenstreik am 8. März diesen Jahres, wie auch schon Ulrike gerade gesagt hatte, 11 Ministerinnen, 6 männliche Minister. Wir müssen aber ganz genau hingucken, die Brille genau putzen und doch genau hinschauen.
Denn wenn wir auch auf die Parität in Spanien gucken, sehen wir dann doch relativ schnell, dass es in Spanien wie auch im Rest Europas nicht viel besser aussieht. Wir haben, wie gesagt, ja zwar viele Ministerinnen und weniger Minister, doch in der Legislative sieht es einfach anders aus. Denn weder im Kongress, noch im Senat, noch im Parlament, weder in der Zentralregierung, noch in den 16 autonomen Exekutiven oder Regierungen. In keiner dieser Institutionen besitzen Frauen die Hälfte der Sitze, obwohl sie 50% der Bevölkerung repräsentieren. Und obwohl in Bezug auf die Anzahl der Frauen in anderen Bereichen der Macht, zum Beispiel Frauen in Aufsichtsräten, doch tatsächlich Fortschritte erzielt wurden. Die Parität haben wir in Spanien immer noch nicht erreicht. Das Gleichstellungsgesetz, von dem ich aus 2007, von dem ich eingangs sprach, legt im Artikel 14 Absatz 4 eine sogenannte Flexiquote fest. Diese Flexiquote besagt, dass mindestens 40% und höchstens 60% an Frauen und Männern auf den Wahllisten in den öffentlichen Verwaltungen und in den Verwaltungsräten vertreten sein sollen. Es wird aber nicht näher darauf eingegangen, und das fand ich jetzt sehr spannend bei meiner französischen Kollegin, wie das dann doch im französischen Gesetz ausformuliert ist. Das ist bei uns nicht so ausformuliert. Und unser Gesetz hapert eindeutig an Sanktionen. Wir haben keine Sanktionen und wir wissen, dass Quotengesetze nur funktionieren, wenn es Sanktionen gibt und Sanktionen, die wehtun. Wenn Sanktionen nicht wehtun, wie zum Beispiel ein leerer Stuhl, dann ist eine Sanktion keine Sanktion. Ein Tiger ohne Zahn, und dann brauchen wir auch eigentlich keine Flexiquote. Ja, lediglich im katalanischen Parlament wurde sich mit 43% an weiblicher Beteiligung leicht daran gehalten. Und die letzte katalanische Regierung hatte mit 42% relativ viele Frauen und im spanischen Kongress gibt es eine weibliche Beteiligung von 41%. Das können Sie jetzt hier unter dem Stichwort in der letzten Säule unter heute sehr schön sehen. Die Regierung von Mariano Rajoy, die wir bis Juni diesen Jahres hatten, suspendierte mit 35%. Eine Zahl, die auf 28% fällt, wenn alle hohen Positionen und nicht nur die Ministerinnen berücksichtigt werden. Leider passiert Ähnliches im spanischen Senat. Dort machen Frauen lediglich 26% der Gewählten aus. Im Folgenden werde ich in meinem Vortrag immer auf eine autonome Region zurückgreifen, nämlich auf die katalanische, einfach weil die doch noch am fortschrittlichsten ist. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es handelt sich wohl um eine Frage des politischen Willens. Die politischen Parteien haben das Mandat, die gläserne Decke in den Institutionen zu durchbrechen. Unter den Führungskräften der politischen Gruppen repräsentieren Frauen jedoch nur 37%, wobei Unidos Podemos, also die sehr linke Gruppierung, am meisten Frauen in Führungsgremien und die katalanische ERC mit 23% die geringste Frauenbeteiligung haben. Also auch sehr interessant. Auf der einen Seite sind die Katalanen sehr fortschrittlich und in der Regierungspartei haben auch sie dort keine Frauenbeteiligung oder keine ausgeglichene. Das sind Daten des Spanischen Fraueninstituts aus dem Jahr 2017. Carmen Forcadell, das ist eine Abgeordnete dieser besagten Partei ERC, hat erst 2018 gesagt: Wir sind uns darüber bewusst, dass die Partei feminisiert werden muss, und deshalb haben wir damit begonnen, mit dem Reißverschlusssystem zu arbeiten. Ich wiederhole, 2018. Carme Forcadell war die zweite Frau, die das katalanische Parlament präsidierte, und sie ist stolz auf das von diesem Parlament im Jahr 2015 verabschiedete Gesetz zur Gleichstellung. Dennoch räumt sie ein, obwohl die Gesetze wesentlich sind, ist es jedoch auch Stimme, dass es einen politischen Willen und eine feste Überzeugung zu einem sozialen Wandel bedarf. In jedem Fall wurde eben auch dieses Gesetz aus dem Jahr 2015 auch erst kürzlich mit der Gründung des neuen Vorstands von dieser Partei ERC gebrochen. Es gibt nämlich wieder nur eine einzige Frau im Vorstand, nämlich vertreten durch Alba Vergés.
Forcadell meint, der Machismo existiert in Institutionen, weil wir daran gemessen werden, wie wir sind und nicht an dem, was wir tun. Eine wirkliche Gleichstellung ist weit weg. Tatsächlich stand bei den letzten Wahlen letztes Jahr im katalanischen Parlament nur eine Frau an der Spitze der Wahlliste, Inés Arrimadas von Ciudadanos, und in jenen des Kongresses keine einzige Frau. Es wurde auch noch niemals eine Präsidentin eingesetzt, weder in der Zentralregierung noch in der katalanischen Regierung. Haben wir einen progressiven Sprung, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer? Ja, also es ist unbestreitbar, dass Spanierinnen im Laufe der Zeit mehr Sitze besetzt haben. Wenn Sie zurückdenken an die Slide mit der Beteiligung, erinnern Sie sich vielleicht noch, dass in den 80er Jahren die Frauen von den Entscheidungsgremien fast ausgeschlossen waren. Sie waren mit 5,18% im Parlament, mit 6% im Kongress und mit 2,8% im Senat vertreten. Eine der ersten Frauen, die einen Abgeordnetensitz besetzte im katalanischen Parlament, war Maria Dolors Calvet für die Partei SUC, zuerst 1977 im Kongress und später in der ersten Wahlperiode im Jahr 1980. Frau Calvet meint, es war nicht einfach mit allem, was zu dieser Zeit eine Frau sein sollte. Sowohl im Berufsleben als auch im Privatleben. Es gab Gesetze gegen Frauen und wir mussten sehen, wie wir einen Weg zum Überleben finden konnten. Das ist erst 30 Jahre her. Sie erinnert sich auch daran, dass ihre Generation den Sozialdienst erfüllen musste und dass die Volljährigkeit der Frauen erst mit 21 Jahren erreicht wurde, was mit dem Fortschreiten zur spanischen Verfassung zum Glück annulliert wurde. 10 Jahre später stiegen die Zahlen auf 10,37% im Parlament, im katalanischen Parlament, 15% im zentralen Kongress beziehungsweise 12% im Senat. Zu dieser Zeit wurden einige Abgeordnete, wie zum Beispiel Matilde Fernández der Partei SOE, in der Regierung von Felipe González aufgenommen. Sie als Ministerin für soziale Angelegenheiten. Frau Fernández meint, das größte Problem, mit dem wir damals konfrontiert waren, war der Paternalismus der Männer, als sie dich unterstützten, und die Unsichtbarkeit, wenn sie es nicht taten. Frauen begannen in den Jahren 2000 in der katalanischen Exekutive sichtbarer zu werden, indem sie die Conversario de Justicia Interior, Benestar Social y Enseñamiento steuerten. Sie erhöhten auch ihre Präsenz in allen anderen Bereichen und erreichten bis zu 28% im Kongress und 23,7% im Parlament. Trotz dieser Unzulänglichkeiten plante zumindest die Regierung von Rajoy kein Gesetz, das eine größere Präsenz von Frauen vorsieht. Rajoy sagte wortwörtlich: Ich möchte niemanden zu irgendetwas zwingen, vor allem nicht die Unternehmen. So ein Gesetz zu unterlassen, ist sehr riskant. Seiner Meinung nach ist es vorzusehen, Pädagogik zu betreiben, gesetzliche Änderungen vorzunehmen oder das Reißverschlusssystem zu fördern, welches die Linke fordert und welches die 50-prozentige Präsenz des weiblichen Geschlechts zumindest in den Parlamenten berühren würde. Ähnliche Rechtsvorschriften gelten bereits in Andalusien, auf den Balearen, in Kastilien-La Mancha und im Baskenland. Der Frauenstreik am 8. März diesen Jahres hat Rajoy nicht dazu gebracht, seine Meinung zu ändern. Er ist zwar auf die Entgeltgleichheit eingegangen, nachdem der Aufruhr durch seine offensichtliche Gleichgültigkeit gegenüber dem Problem ausgelöst worden war. Und öffentlich berichtigte er seine vermeintliche Gleichgültigkeit und war bereit, alle Maßnahmen zu ergreifen, die der Gerechtigkeit dienen. Zu gleichen Teilen. Wir wissen alle, dass Rajoy am 2. Juni diesen Jahres durch Pedro Sánchez abgelöst wurde. Und Sánchez, das wissen wir, hat der Frauenstreik nachdrücklich beeindruckt. Und deshalb hat er im Juni weltweit für eine kleine Revolution gesorgt, das hast du auch schon erwähnt, Ulrike, als er seine sozialdemokratische Regierung mit 11 Ministerinnen und 6 Ministern zusammenstellte. Das hat ja auch Anja Nordmann vorhin gesagt, man sieht kaum die Männer, die muss man fast suchen. Während seine Regierung, jetzt kommt wieder der traurige und interessante Teil. Während seine Regierung schon einen Gesetzesvorschlag für eine Frauenquote in den Führungsetagen von Unternehmen ins Parlament eingebracht hat, bleibt es um die Quote im öffentlichen Sektor still.
Wir haben noch nichts dazu gehört. Derzeit sind auch keine Kampagnen vorgesehen, um die Lücke zwischen Gesetz und Praxis zu schließen. Dies könnte sich vor den Europa- und Kommunalwahlen in 2019 sowie den Parlaments- und Senatswahlen in 2020 ändern. Denn wir Spanierinnen sind gegenüber dieser Ungleichheit nicht gleichgültig. Vielleicht wird es auch einfacher werden, Parität in den Parlamenten als Business Case zu verkaufen. Immerhin soll die Korruption in allen Ländern sinken, wenn mehr Frauen in den jeweiligen Parlamenten sitzen. Das hat zumindest die folgende Studie aus 2018 herausgefunden. Women and Corruption, what positions must they hold to make a difference? Wir werden, das kann ich Ihnen versprechen, in Spanien nichts unversucht lassen, die Parität zu erreichen. Und ich versichere Ihnen, Sie werden von uns hören und von uns lesen. Vielen Dank. Vielen Dank, Katharina. Wir sind gespannt, wie sich Parität in den Parlamenten als Business Case verkaufen lässt. Aber natürlich teilen wir gemeinsam die Auffassung der Hoffnung, dass mehr Pluralität in den Parlamenten sich in tragfähigerer oder einvernehmlicher Politik niederschlagen wird. Damit ist also Geschlechterparität ein wesentlicher Bestandteil von Pluralität. Ich habe vom Anfang an gesagt, Kampf für das Frauenwahlrecht war immer auch ein internationaler Kampf, so wie heute auch der Kampf für die Geschlechterparität in Parlamenten und Politik. Und die europäische Frauenlobby führt ihn seit fast 10 Jahren mit Blick auf das Europäische Parlament und auf die Europäische Kommission. Und im Juni diesen Jahres hat die EWL ihre Kampagne 50-50 Women for Europe, Europe for Women neu aufgelegt. Denn im nächsten Jahr, wie Sie und ihr wisst, stehen wieder die Wahlen zum Europäischen Parlament an. Und über diese Kampagne wird Joanna Maycock, die Generalsekretärin der EWL, sprechen. Und darüber auch, wie wir die Kampagne national einbinden können. Korrekt? Bitte, Joanna. Thank you very much, Ulrike, and thank you to everybody at the Deutsche Frauenrat for inviting us here to Berlin today. I have so much enjoyed all the previous interventions, and I have learned a great deal about the heroes of the German feminist movement as well. These stories which we don't hear enough about, I think. So thank you so much for that and for that opportunity. The European Women's Lobby is the largest umbrella of women's organizations in Europe. We have organizations in 31 European countries, bringing together more than 2,000 grassroots women's organizations. And the Deutsche Frauenrat is our member here in Germany. We bring together the women's movement to campaign together with a stronger voice for our vision of a feminist Europe. Sadly, we are very far from having achieved that vision. But we have been working together for nearly 30 years now to advance women's rights and gender equality across the continent. And we are also holding our governments and institutions accountable for the commitments that they've already made in the Beijing Platform for Action, in CEDAW, and also in the treaties of the European Union. As we celebrate 100 years of the right to vote for some women in Germany, we are also celebrating across many countries in Europe. In the United Kingdom, where I'm originally from, in Poland, in Austria, in Latvia, Estonia, and also in Ireland, there are celebrations this year for the centenary of some women's rights to vote. And I wonder what these pioneers that we've been hearing about would think if they could see us now. What would they think about what was happening today in Europe? What would they think about the state of women's rights 100 years into the future? I think there would be some things they would be extremely excited about. I think they would be excited about the way in which women have seized their opportunities for education. Now graduates from universities across Europe are majority women. I think they would love to see women in all careers, in all businesses, in all public spaces. They would love to see that we have independent legal identity, although I understand there's still some work to do in Germany on your tax
laws there, that we have increasingly legal rights and social rights to control our own bodies, to defend ourselves against violence against women, to access birth control, sexual reproductive health and rights, to control our own money, and to access power. I think they would be excited by that, but they would probably be puzzled about why we haven't achieved more and how we ended up getting stuck. So there's been a huge transformation, you could say a revolution in women's place in society in 100 years. And yet what we see from the statistics today is that we have stopped progressing in Europe for the last decade. For the last decade, we have seen progress at a snail's pace and in tiny pockets in different places. That would be another conference to explain why I think that is. But we know when it comes to pay, pensions, violence, access to power, we know that we are not doing well enough. And women are still treated as second-class citizens today in Europe. And we know it's even worse when it comes to women who are women, minorities or are migrants or have disabilities, for younger women. And it's not good enough. And we need to do more. And I really want to say that the gains that we have made have been very unequally distributed, geographically, but also from the context of class, race, migration status, ability, geography. And so we have to be really careful about making sure that the next revolution in progress for women affects all women equally. Apparently, I have to go. I have to wrap up a bit faster. I wanted to particularly invite you today to participate in our campaign for the European elections taking place in 2019 across a few days in the towards the end of May next year. It's the 23rd to the 25th of May. Today, we have 200 more men in the European Parliament than women. In the last election, 37% of members of parliament elected were women. There's actually less now because men have replaced some women who have left. Two-thirds of the European commissioners are men, despite the commitment from President Juncker to change that. And this is in spite of the fact that the European Union's treaties are a legal commitment to equality between women and men, and that actually goes back to the very first treaties. The Treaty of Rome had a commitment to equal pay for work of equal value 60 years ago. So this is why we think that it's particularly important to have more women represented in decision-making at all levels. We've heard here stories of municipal levels, of regional levels, and also of national level parliaments. But we think that we need to have quotas. I wanted to make that really clear, that that's the only way that you can really make the radical shift in culture that's needed to have 50% women at all levels of decision making. And that means in economics, it means in business, it means in parliaments, it means also in civil society and trade unions, it means across the spectrum. And quotas are not the goal. Quotas are a tool and a means to shift the balance, to shift the balance, and we need to address all the other things that have been mentioned about the barriers to women's participation, the violence, the discrimination, and the political will as well. So I want to invite you at this time to learn a bit more about our campaign for a 50-50 European Parliament next year. It's a critical time in Europe's history. It's almost a cliche to say that. I can, 5 minutes, okay. So I can talk about populism. I can talk about populism for a bit, perhaps, because we've seen a rise in populism across Europe, and make no mistake, all of that populism comes with an anti-women and an anti-feminist agenda. It comes with an anti-migrant agenda. It comes with an anti-LGBT agenda. But the first point of attack is women's rights. It's women's bodies. It's women's rights. It's women's active participation in society. And we, as women across Europe, need to hold hands with our allies and make sure that those populists are pushed back from where they seem to be thriving. We know that women's rights and advancing on gender equality is the best way to achieve
happier, healthier and even more sustainable societies for everybody in the society. And for too long, women's voices have not been at the heart or adequately powerful in the decisions about the European Union at all levels of politics. And I, you know, why, when people ask me, why does it matter to have women in parliaments, in boardrooms, and you see that picture of the Ministry of Interior, and you think, who in that group of people who is making critical decisions about civil liberties and human rights and justice in Germany has experienced rape, has experienced sexual harassment, has experienced childbirth, you know, all the, these things that are, we need to have people who've had those experiences, I think, today. We at the European Women's Lobby are not feeling downheartened by all the challenges ahead. Actually, we're feeling quite hopeful because what we're also seeing is something unprecedented in women's response and rising up to face the challenges ahead. We have never seen the numbers of women campaigning online and on the streets, from the Million Women March in Spain to the impact of Me Too changing the conversation about the way in which men and women interact in public spaces and in the workplace. We are really uplifted, and what we need to do through our campaign next year is ensure that that is translated into women actively participating in the elections. Actively participating as candidates, actively participating as voters, actively participating as campaigners. And we need to do that across Europe. So as a pan-European organisation, I'm going to just tell you a little bit what we have planned and to invite you to participate in that, if I may. So here's a point of action for you. Our campaign for the European elections, we launched it in June. It's called Women for Europe. And Europe for women, we hope as well. We aim really to have 50% of women in the European Parliament and ultimately also 50% of women European commissioners. And how do we do that? That requires a coordinated approach across Europe because the European elections are national elections, nationally organised elections for a European Parliament. So we have a working group called our Women in Politics Working Group, and the representative of the Deutsche Frauenrat is our very own Ulrike, who represents the voice of the Deutsche Frauenrat alongside all of our other members, where we're exchanging information, campaign tactics, developing tools and messages together so that we can have a much stronger voice at the national level with the parties, in the elections, amongst women themselves, and also at European level. So our campaign has four main elements. I'm the kind of woman who can't multitask. No? So we have four parts to our campaign. We have the first thing is a pledge. And that was what was going to be on the screen. I've also tweeted all of this information. If you're following on Twitter, the Pro Paritet, I hope I didn't destroy the... this is a pledge for politicians and candidates, political parties and citizens to pledge to having an equal representation of women and men in the European Parliament and across the institutions. We also have a petition on wemove.eu, where you can sign in support of that and distribute that further. But this is a pledge. We are getting politicians to sign it physically. We're also driving it out through, through the political parties during the course of the next few months. The second part of our campaign is a manifesto. So this is a set of demands from the women's movement in Europe about how we think the next European Parliament and European Commission should act to advance women's rights in Europe so that everybody, all women and all men, can enjoy their rights fully and equally. And that manifesto can be used at national level, at European level, be translated and distributed in different ways. And that will be finalised at the end of this month. The third part, Gwendolyn spoke a little bit about it earlier, is a very practical tool we're offering to political parties and candidates, a training for women candidates and groups in parties to combat online violence against women. It's become one of the major barriers to women's participation in elections. Women
even do not want to stand for election anymore, such is the fear that they have of the online violence and abuse that they will experience. So we have a tool, a training tool, that we offer to parties and candidates about what can be done to combat that. Not just self-defense, but structural measures that parties can address to protect women candidates. And then finally, we are going to have the last 100 days. So the elections are taking place 23rd to the 25th of May 2019. And from late February, we will have an intense push towards getting women out to vote, getting women to vote for women, getting everybody to vote for feminist candidates, and getting pressure on all people participating that we demand women's rights in the next period of the European Parliament. So final 30 seconds, yeah. Can I? So I just want to say we owe it to all the women who came before us and the women who thought about something that had never been achieved, to not just settle for what we have. We owe it to them not even to settle to defend the gains we've already made. Right now, what's needed is not to retreat, but actually to advance. And we learn anything from them is to be bold, is to be loud, is to be united in demanding not just more action, but more radical action to achieve gender equality and women's rights in Europe. So I invite you all to join us at the European Women's Lobby in our campaign to fight for that in the next European elections. Thank you. Thank you so much. I'm so sorry that you got the shortest match. Das tut mir leid. Wir waren jetzt anarchistisch. Alle haben die Zeit überzogen. Alle haben gedacht, sie machen, was sie wollen. Wir haben keine Fragen, keine Antworten. Wir verlegen dieses Teil nach draußen. Wer noch bleiben will, um mit unseren interessanten Referentinnen zu sprechen, fühlen Sie sich frei draußen aus dem Raum. Vielen Dank, dass Sie da waren, und bitte verlassen Sie diesen Raum so schnell wie möglich. Tschüss.